Von wegen nur ein schnelles Entschuldigung, wenn man Mist gebaut hat. Das geht in Japan gar nicht. Hier gibt es tatsächlich 11 verschiedene Arten, sich zu entschuldigen. Der ganze Akt ist ein super kompliziertes Ritual. Darum gibt es in Japan ernsthaft einen professionellen Entschuldigungsservice. Und er ist Mr. Entschuldigung, Junji Takano. Mein Service ist es, für andere etwas zu erledigen, zum Beispiel sich zu entschuldigen. Das kleine Büro täuscht, das Geschäft boomt. Er hat bereits 12 Mitarbeiter. Seine Masche: er gibt sich beim Entschuldigen für eine andere Person aus. Das funktioniert natürlich nur, wenn sich die Betreffenden nicht kennen. Schon mal aufgeflogen? Nein, nein. Wenn man zum Beispiel einen älteren Chef spielt, muss man sich auch entsprechend verhalten. Das ist auch ein bisschen Schauspiel. Da gibt es Mitarbeiter, die das besser können und welche, denen das schwerfällt. Wie das funktioniert, sehen wir jetzt. Wir begleiten Takano zu seinem nächsten heiklen Auftrag. Er gibt sich als Chef einer IT-Firma aus, der sich bei seinen Kunden entschuldigen muss, weil er Daten zu spät lieferte. Der eigentliche Sünder drückt sich. Ein kleines Geschenk soll helfen. Ein paar Kekse, das hilft beim Versöhnungsgespräch. Okay, und gibt es in Japan spezielle Entschuldigungskekse? Nein, aber japanische Reiscracker sind beliebt. Bei Jüngeren auch westliche Süßigkeiten. Gleich gibt sich Takano als Herr Suzuki, Geschäftsführer der Softwarefirma, aus, um sich für die verspätete Lieferung zu entschuldigen. Dort oben muss es sein. Über 250 solcher Entschuldigungsgespräche hat Takano bereits hinter sich. Ich bin nicht wirklich angespannt, aber man weiß nie, wie wütend der Kunde dann doch ist. Man muss sich vorsichtig rantasten. Dem Kunden wurde übrigens erzählt, dass wir ein Fernsehteam aus Deutschland sind und einen Bericht über die Softwarefirma machen, die sich jetzt entschuldigen muss. Wird Takano sich glaubhaft als Herr Suzuki ausgeben oder durchschaut der Kunde die Lüge? Was jetzt kommt, wirkt wie ein einstudiertes Ritual. Aber wird es den Kunden besänftigen? Es tut mir sehr leid, was geschehen ist. Wenn Sie möchten, hier eine Kleinigkeit für Sie und Ihre Kollegen. Bei der Übergabe darf er seinem Gegenüber nicht in die Augen sehen. Das wäre eine Beleidigung. Ich darf mich noch mal vorstellen, Suzuki von Suzuki Limited. Die Karte hat Takano vom echten Chef bekommen, damit er sich ausweisen kann. Die Verbeugungen sind nicht übertrieben. Der Kunde hat durch die Verspätung viel Geld verloren. Er muss sich entschuldigen, bis ihm der Kunde verzeiht. Es tut mir wirklich sehr leid. Schon gut. Vielen Dank. Ich werde gehen. Und das war's dann schon. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Nach ein paar Minuten ist alles vorbei. Ist die Entschuldigung auch richtig angenommen worden? Die Entschuldigung war der Situation angemessen. In Japan gehören geschäftliche Entschuldigungen zum guten Ton. Persönliche Entschuldigungen kommen etwa einmal im Monat vor. Das ist normal bei uns. Der Job ist erledigt, wenn auch mit einer Lüge. Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Eine Entschuldigung ist immer etwas Gutes, ob sie nun von mir oder meinem Kunden kommt. Das schadet ja keinem. Und ich glaube, dass die Beziehungen jetzt wieder gut weiterlaufen können. Ja, und Junji Takano hat tatsächlich ein lukratives Geschäft als Profi-Entschuldiger. 150 Euro kriegt er für eine Entschuldigung. Das ist Fuji-Q, Asiens beliebtester Freizeitpark. Aber kann Japans Aushängeschild mit unseren deutschen Vergnügungsparks mithalten? Wir machen den Check. Willkommen in Fuji-Q.